Sitzgemeinden der KBO, namentlich an meinem Amtskollegen aus Sebnitz, Herrn Oberbürgermeister Ruck, richten. Wir haben hart gerungen und jeder von uns hat kleine Siege verbucht und auch manchen bitteren Kompromiss schließen müssen. Aber dieser Prozess wurde auf Augenhöhe und mit größter Fairness geführt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass mit der Gründung der Sachsenenergie sich das Verhältnis zwischen Stadt und Region auf lange Zeit grundlegend ändern wird. Wir haben einen weiteren Schritt gemacht vom kritischen Beäugen hin zum Miteinanderhandeln. Das ist ein Wert, das sich in Euro nicht wird beziffern lassen. Und ich möchte an dieser Stelle auch einen warnenden Finger erheben. Wir sollten dieses Miteinander nicht dadurch gefährden, dass wir als Stadt Dresden beim Thema Nachhaltigkeit die kleinen Gemeinden belehren, wie es richtig gemacht wird. Vielmehr ist es unsere Aufgabe in der Stadt, in ganz konkreten Projekten innovativ voranzugehen und beispielhaft zu wirken. Meine Damen und Herren, damit komme ich auch schon zu meinem Ergänzungsantrag, den ich heute erneut einbringe. Der Vorschlag ist, dass wir 8 Millionen Euro, die im Rahmen der Transaktion einmalig für die städtische Seite zur Verfügung stehen, für ein Innovationsbudget einsetzen. Ein Budget, bei dem die Stadt Dresden alleine entscheiden kann, für welche Projekte im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit die Sachsenenergie dieser einsetzt. Dazu schlagen wir ein Projektgremium vor, über dessen Zusammensetzung der Stadtrat sonnengottähnlich entscheiden können wird. Ein Kritikpunkt an dem Vorschlag ist, dass es sich um ein Budget handelt, nicht um einen sich immer wieder auffüllenden Fonds. Gestatten Sie mir dazu einige Erläuterungen. Die Projekte, die die Sachsenenergie durch unseren Beitrag finanzieren kann, werden anfangs eine Wirtschaftlichkeitslücke aufweisen. Wir gehen hier in Vorleistung, bis Bund und Länder es endlich geschafft haben, die ausgerufene Energiewende auch tatsächlich zu finanzieren. Defizitäre Projekte dauerhaft auf Kosten der Kunden bezahlen zu lassen, entlässt insbesondere den Bund aus seiner Verantwortung. Das ist weder sozial gerecht noch wirtschaftlich klug. Sehr wohl können wir mit dem Geld aber anderen Kommunen im Klimaschutz einen Schritt vorauseilen. Verehrte Stadträte, vielleicht erinnern Sie sich an den 30. Januar diesen Jahres. An diesem Tag hat der Rat mit großer Mehrheit die Fortschreibung der Klimaschutzziele beschlossen. Dort heißt es unter Punkt 4, die Landeshauptstadt Dresden wirkt unter Betrachtung der langfristigen Wirtschaftlichkeit bei ihren Eigenbetrieben und städtischen Beteiligungen darauf hin, zum Ziel der Klimaneutralität beizutragen und sich mit notwendigen Anpassungsmaßnahmen auseinanderzusetzen. Dr. Deppe sagte damals, dieser Beschluss erklärt den Klimaschutz zu einer Aufgabe mit höchster Priorität. Mehr geht nicht. Herr Stefan Engel ergänzte, wir liefern heute die Antwort auf die Frage, was eine einzelne Kommune für den Klimaschutz tun kann. Gestatten Sie mir die Bemerkung? Nein. Wir liefern heute an diesem Tag die Antwort darauf, was eine einzelne Kommune für den Klimaschutz tun kann. Und wir setzen heute die Prioritäten. Wenn wir heute 8 Millionen Euro für das Thema Klimaschutz sichern, dann handeln wir jetzt. Es hat mich verwundert, dass im Finanzausschuss beantragt wurde, dieses Geld auch für Sport und Soziales auszugeben. Ich bin mit vielen Jugendlichen von Fridays for Future im Gespräch gewesen. Ich habe das Klimacamp an der Kreuzkirche besucht und vieles mehr. Und was diese Menschen zu Recht erwarten, sind keine Sonntagsreden, sondern ganz konkrete Beschlüsse. Dazu haben wir heute die Chance.
Meine Damen und Herren, mein Dank gilt nicht zuletzt Herrn Dr. Brinkmann und seinem Team, die diese Fusion mit Nachdruck vorangebracht haben. Ich danke auch den Stadträtinnen und Stadträten, die in diversen Aufsichtsgremien diesen Prozess begleitet haben. Lassen Sie uns die Sachsenenergie heute mit einer breiten Mehrheit Leben einhauchen. Vielen Dank. Und vielleicht noch einen kleinen Satz zu den Änderungsanträgen, zumindest zu einem, der ja ganz frisch uns erreicht hat, von Fraktion Die Linke. Da sage ich im Punkt 8, es ist nicht die Chance und die Möglichkeit des Stadtrates, die Unternehmensziele und die Unternehmensstrategie des Unternehmens Sachsenenergie hier zu beschließen. Und ich finde es auch in dem Punkt 8 äußerst bedenklich, dass zum Beispiel eine ganz wichtige Gruppe wie die Arbeitnehmer überhaupt nicht aufgeführt werden. Also von dieser Seite bitte ich, diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und damit steigen wir ein in die Debatte. Zunächst ist die Möglichkeit, die Änderungsanträge einzubringen. Und ich glaube, das wäre auch sehr sinnfällig, zumal wir sie zum Teil uns sehr, sehr kurzfristig erreicht haben. Den Änderungsantrag Oberbürgermeister habe ich bereits hiermit auch eingebracht. Zusätzlich liegen wir Ergänzungsanträge von Fraktion Die Linke, von Bündnis 90 Die Grünen und von Herrn Dr. Schulte-Wissermann vor. Und in dieser Reihenfolge würde ich Sie bitten, uns es nahezubringen. Fraktion Die Linke wäre in der Debatte, finde ich nicht klug, aber okay. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Depper. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir stimmen dem Oberbürgermeister ausdrücklich zu in seinen Ausführungen, die er eben zu der Bedeutung dieses Ereignisses und dieses Beschlusses, den wir heute zu treffen haben, gemacht hat. Es ist tatsächlich so, dass es sich um eine der wichtigsten Entscheidungen handelt, die dieser Stadtrat zu treffen hat. Herr Schäuber hat auch davon gesprochen, dass es vielleicht die wichtigste Entscheidung des Stadtrats in diesem Jahrzehnt ist. Dem kann man zustimmen. Die wichtigste weltweite Herausforderung dieses Jahrzehnts bleibt die Klimakrise. Und wir haben es heute hier mit beidem zu tun. Die Erderwärmung und die Veränderung des Klimas schreiten rasch voran und wir können die Folgen auch in Dresden erleben. Weltweit sind wir noch weit davon entfernt, das 1,5-Grad-Ziel der Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen, auf das sich die Staaten dieser Erde auf der Pariser Klimakonferenz 2015 verpflichtet haben. Rasches Handeln zur Treibhausgasreduktion ist daher weltweit nach wie vor das erste Gebot der Stunde. Darauf weisen auch zwei jüngst erschienene Studien der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und von Öko-Institut, Wuppertal-Institut und Prognos hin. Letzteres nicht grünverdächtig. Natürlich kann die Klimakrise nicht allein in Dresden bewältigt werden, aber sie muss auch in Dresden bewältigt werden, einer Stadt mit 550.000 Einwohnern und einem CO2-Ausstoß von 10 Tonnen pro Jahr und Einwohner. Dabei ist dann natürlich der regionale Energieversorger ein entscheidender, ja, der entscheidende Player. Wir wollen jetzt ein starkes Energieversorgungsunternehmen gründen, das Synergieeffekte nützt, das wirtschaftlich erfolgreich ist, das weiterhin die Querfinanzierung von ÖPNV und Bädern ermöglicht, das Arbeitsplätze in der Region schafft. Und wir Grünen sind dafür. Aber man kann in dieser Zeit kein Energieversorgungsunternehmen gründen, ohne der zentralen Herausforderung der Bewältigung der Klimakrise Rechnung zu tragen. Deshalb wollen wir mit unserem Ergänzungsantrag erreichen, dass das neue Unternehmen darauf verpflichtet wird, eine Strategie zur Erlangung der Klimaneutralität bis 2035 zu entwickeln. Wir wollen damit dem Stadtratsbeschluss vom 30. Januar 2020 Geltung verschaffen, indem dieser Stadtrat den Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität erklärt hat.
Und ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar dafür, Herr Oberbürgermeister, dass Sie auf diesen Beschluss auch hier an dieser Stelle in Ihrer Rede Bezug genommen haben. Mit diesem Beschluss sind auch die städtischen Beteiligungsgesellschaften ausdrücklich benannt und einbezogen. Mit uns haben sich damals dazu explizit CDU, Linke und SPD bekannt. Jetzt müssen diesen Taten folgen, sonst bleiben sie leere Lippenbekenntnisse. Wir stehen mit dem Ziel, Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, nicht allein da. Kopenhagen, eine wachsende Millionenstadt, will die Klimaneutralität bis 2025 erreichen. Auch die Millionenstadt München hat sich ähnlich ehrgeizige Ziele gesetzt. Die Stadtwerke München haben schon vor Jahren eine Strategie zur Klimaneutralität entwickelt und sind durch energische Investitionen in erneuerbare Energien auf einem guten Weg dahin. Ausgangs- und Rahmenbedingungen sind in Dresden nicht anders als in München. Wenn jetzt von einigen gesagt wird, erst brauche es ganz andere Rahmenbedingungen, bevor man sich auf einen dezidierten Weg zur Klimaneutralität begeben könne, so ist das fahrlässig. Auch die Rahmenbedingungen werden sich ändern im Bund in Richtung schärferer CO2-Bepreisung. Ob mit grüner Regierungsbeteiligung oder ohne, die Verschärfung der Klimakrise wird das erfordern. Darauf muss das neue Unternehmen mit einer entsprechenden Strategie vorbereitet sein. Der vermeintliche Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz besteht nicht wirklich. Langfristige Wirtschaftlichkeit erfordert vielmehr energische Anstrengungen zur raschen Umstellung auf erneuerbare Energien jetzt. Wir haben nun diesen Ergänzungsantrag gestellt, der 3 Punkte umfasst. Und in dem 3. Punkt geht es um dieses Klimabudget, das Innovationsbudget, was der Oberbürgermeister noch mal ausdrücklich vorgestellt hat. Wir finden diese Idee gut, wir finden dieses Budget gut, aber wir hören nun von anderen Fraktionen, dass sie sich eine andere Verwendung darunter vorstellen. Und wenn das so ist, dann müssen wir, oder wir haben auch darüber geredet, und wir müssen sagen, wir können nur mit Bauchschmerzen mitmachen, wenn dieses Budget anders verwendet wird. Für uns aber ist es wichtiger, die langfristige und zukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens Sachsen Energie mitzugestalten. Deshalb bieten wir an, dass wir mit unserem Ergänzungsantrag mitgeht, der soll das in den Punkten 1 und 2 tun, und über den Punkt 3 können wir reden, und da sind wir offen für Änderungsanträge von anderen Fraktionen. Ich denke, wenn wir so zueinander kommen, dann machen wir einen weiteren kleinen Schritt, um unserer Verantwortung auch gegenüber zukünftigen Generationen gerecht zu werden. Vielen Dank. So, dann wäre jetzt die Möglichkeit, Herr Schulte-Wissermann, Ihren Antrag einzubringen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, irgendwas ist mit der Uhr kaputt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. In was für Zeiten leben wir eigentlich? Das frage ich mich manchmal und bezogen auf diesen Tagesordnungspunkt sage ich es. Wir leben in Zeiten, in denen die EU den Klimanotstand ausgerufen hat. Wir leben in Zeiten, wo Frau von der Leyen von einem Green New Deal spricht und viele, viele Milliarden sich in der Zukunft anders bewegen werden als in der Vergangenheit. Wir leben in Zeiten, wo Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin und unsere Bundesregierung als einen zentralen Punkt der Politik sagt, CO2-Neutralität bis 2050. Wir leben in Zeiten, wo wir schon eingestiegen sind in die CO2-Bepreisung. Wir leben in Zeiten, wo Görlitz vor 2 Wochen beschlossen hat, klimaneutral bis 2030 zu sein. Und wir leben in Zeiten, wo jetzt Joe Biden wahrscheinlich Präsident ist, also am 20. Januar, und eines seiner 4 zentralen Punkte ist die Bekämpfung des Klimawandels, ein Green New Deal für Amerika. Es wird also ganz andere Zeiten geben und Joe Biden ist auch ein gutes Stichwort mit Pariser Klimaschutzabkommen, dem will er wieder beitreten, denn das Pariser Klimaschutzabkommen hat
Deutschland bereits ratifiziert. Es ist hier nicht mehr zu verhandeln. Es ist jetzt so und wir müssen danach handeln. Und jeder, der nicht danach handelt, ist eigentlich verantwortungslos. Wir sind alle gewählt. Ich wurde gewählt, Sie wurden gewählt. Und wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Ich habe zwei Anträge gemacht. Den letzten Punkt zu 6c, den würde ich zurückziehen. Und die möchte ich jetzt kurz besprechen. Der erste Teil von meinem, also was Punkt 5 ist, da geht es darum, dass die neue Sachsen Energie AG, wie sie heißen wird, dass sie Konzepte erstellt, verschiedene, für verschiedene Randbedingungsänderungen in der Zukunft und dass sie das dann dem Stadtrat vorlegt, damit wir dann sehen können, welches Szenario A, B oder C oder wie auch immer es dann sein wird, welches Szenario werden wir in Zukunft machen. Warum habe ich das gemacht? Weil natürlich bei so einer wichtigen Sache wie der Dekarbonisierung eines großen Energieunternehmens, da sollten wir nicht das große Schiff einfach ins Meer hinausschieben und sagen, ja, gute Reise, mach mal. Nein, wir müssen natürlich, die Politik muss natürlich mit am Steuerrad stehen. Wir müssen natürlich Steuerungsmöglichkeiten haben in der Zukunft und deswegen ist dieser Punkt wichtig. Der zweite Punkt betrifft den von Herrn Hilbert bereits angesprochenen Innovationsfonds, heißt es nicht? Budget. Und ich bin Herrn Hilbert sehr dankbar, ernsthaft dankbar, dass dieser Punkt da ist. Und es wird wahrscheinlich jetzt gleich etwas absurd sein, dass der Pirat den Herrn Hilbert verteidigt von der FDP und dass sozusagen andere versuchen werden, aus diesem Klimatopf, den wir da haben, 8 Millionen für Technologien, die heute gerade so nicht rentierlich sind, die aber wahrscheinlich in 2 oder 5 oder 8 Jahren rentierlich sein werden, ja, das ist ein Zukunftsding. So, wenn das jetzt sozusagen beschnitten werden sollte, das wäre schon ein dicker Hund. Meine Damen und Herren, meine beiden Punkte sind vorgestellt. Ich hoffe, Sie sind alle sich der Verantwortung bewusst, die wir heute hier eingehen. Erstmal müssen wir natürlich das neue Unternehmen gründen, da darf nichts schiefgehen. Und zweitens aber diesen wichtigen Schritt hin zu einer aktiven Steuerung Richtung CO2-Neutralität, was übrigens Geld sparen bedeutet in Zukunft bei der CO2-Bepreisung. Und dass wir jetzt sozusagen den Innovationsfonds, dass wir den verstetigen und dass wir den jetzt sozusagen auch nicht kleiner machen. Das sind die zentralen Punkte. Vielen Dank. So, dann hat mich mittlerweile ein weiterer Ergänzungsantrag der CDU erreicht. Wenn das gewünscht ist, kann der jetzt eingebracht werden. Herr Krüger. Und danach gehen wir in die Fraktionsrunde und es beginnt heute Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Damen und Herren Stadträte, jede zukunftsweisende Entscheidung beginnt mit den ersten Schritten. Heute können wir eine solche Entscheidung treffen, die weit bis in nächste Generationen Wirkung entfalten wird. Wir entscheiden über die Fusion der Enso und Drewag zu einem der stärksten Regionalversorger unserer Republik mit dem selbstbewussten Namen Sachsen Energie AG. Auf unsere Stadt kann ein Anteil der Wertsteigerung des fusionierten Unternehmens von ca. 500 Millionen Euro entfallen. Was für eine Vorstellung. Wie oft beklagen wir, dass zu wenige Konzernsitze in den neuen Bundesländern ansässig seien. Hier entsteht ein Unternehmen mit 2,6 Milliarden Euro Umsatz, mit über 3.000 gut bezahlten und hochqualifizierten Arbeitsplätzen und dem Firmensitz in der Landeshauptstadt Dresden. Im Zuge dieses Fusionsvorhabens wurden auch die Arbeitnehmer umfassend in die Informations- und Entscheidungsprozesse eingebunden, was sich dann in einstimmigen Voten der Arbeitnehmerseite in den Aufsichtsratgremien gezeigt hat. Nicht zuletzt
aber ein doch gewichtiges Ergebnis der Fusion wird die Hebung steuerlicher Optimierungspotenziale sein, womit die TWD ihrerseits ihr Steuerlast senken kann, aber auch die Querfinanzierung, zum Beispiel unseres ÖPNV und der Bäderlandschaft, wird dadurch auf noch solidere Füße gestellt. Ein wichtiges Feld ist zudem die Stärkung der Nachhaltigkeit, sowohl in der Energiegewinnung als auch in Klimaschutzthemen. Ich möchte nur zwei Treiber für diese Nachhaltigkeitsstrategie herausgreifen. So wird das neue fusionierte Unternehmen die angesichts knapper werdender Ressourcen immer wichtiger werdende Kreislaufwirtschaft vorantreiben und dies sowohl in der Ver- als auch Entsorgung. Die Elektromobilität als ein wichtiger Teil alternativer Antriebstechnologien kann nur den Durchbruch erreichen, wenn es auch ausreichend Stromtankstellen gibt. So sollen allein bis 2025 in Ostsachsen ca. 1000 Ladestationen neu entstehen. Spannend wird die Frage nach dem Umgang mit der Ergänzungsantrag der Verwaltung zur Vorlage der Verwaltung mit dem Inhalt der EVD, ein sogenanntes Innovationsbudget in Höhe von 8 Millionen einmalig zur Verfügung zu stellen. Um dem noch zu schaffenden Gremium, welches die Verwendung der Mittel zu entscheiden hat, eine klare Entscheidungshilfe zu geben, haben wir als CDU-Fraktion mit einem Ergänzungsantrag im Finanzausschuss eingebracht. Dieser enthält im Sinn des Innovationsbudgets Rechnung tragende Projekte aus Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz. Es ist also nicht so, dass wir rein Sportanlagen fördern wollen, sondern wir haben gesagt, wir möchten energetische Sanierung von Sportanlagen. Das kann auch neue Technologien beinhalten, die eben noch nicht heute rentierlich sind. Und was natürlich auch ganz wichtig für uns ist, wir reden auf der einen Seite von mehreren hunderttausend Bäumchen, die gepflanzt werden, aber gleichzeitig haben wir in unseren Stadtquartieren immer mehr Verluste, gerade alter Bäume zu beklagen. Und das wollen wir mittels eines gesonderten Antrages, der dann aus diesem Fonds sich speist, ändern. Und Bäume sind für das Stadtklima, für das sowohl Makro- als auch Mikroklima ein ganz wichtiger Punkt. Zudem sollen auch durch auch Umweltprojekte, die wir in der Vergangenheit beschlossen, aber eben die finanzielle Untersetzung nicht gewährleistet war, fördern. Insofern werden wir auch dem Ergänzungsantrag der Linken und den ersten beiden Punkten der Grünen unsere Zustimmung geben. Besonders skeptisch, aber ablehnend stehen wir zum jetzigen Zeitpunkt einer sogenannten Verstetigung von Einzahlungen in diesen Fonds gegenüber. Erst einmal müssen alle Effekte aus den Prognosen und Annahmen der Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater eintreffen, bevor man schon wieder an Verteilung denkt. Zudem lehnen wir es strikt ab, zu stark über das Maß der gesetzlichen Mitbestimmung hinaus von außen in die Firmenpolitik des Unternehmens hineinzureden. Meine Damen und Herren, heute kann ein guter Tag für die Stadt werden. Ein Energieriese mit vielen Chancen mit Sitz in der Stadt Dresden entsteht. 3.000 sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die finanziellen Einnahmen und Verwendungsmöglichkeiten der Stadt werden weiter verbessert und nachhaltig gestaltet. Der Umwelt- und Klimaschutz wird deutlich vorangetrieben. Stimmen wir der Fusion und unseren Ergänzungsantrag zum Änderungsantrag der Verwaltung zu. Wir werden dies tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit geht es in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Schulbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, noch in den 2000er Jahren schwappte eine Privatisierungswelle durch unser Land. Öffentliches Eigentum diente im Ergebnis vielfach nicht mehr dem Gemeinwohl, sondern den Interessen von Aktionären oder privaten Anteilseignern. Nicht selten gingen diese Privatisierungen zulasten der Menschen, die diese Politik mit steigenden Mieten oder überlasteten Ärzten und zu wenigen Pflegekräften teuer bezahlen mussten. Noch vor wenigen Jahren gab es hier im Dresdner Stadtrat keine Mehrheit für eine 100-prozentige Rekommunalisierung der DREWAG. Wir von der Linken haben uns hingegen über viele Jahre hinweg für die Rekommunalisierung und die Stärkung des öffentlichen Sektors eingesetzt. Bereiche, die zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören, also das, was wichtig ist für die Menschen, wie Krankenhäuser, Strom, Wasser, Bus, Bahn und ja,
auch ein relevanter Teil des Wohnungsmarktes gehören in die öffentliche Hand. Inzwischen setzen sich die von uns vorgetragenen Argumente Schritt für Schritt durch, auch in Dresden. Und nach dem Einstieg in den sozialen Wohnungsbau und der inzwischen beschlossenen vollständigen Rekommunalisierung der DREWAG wird heute ein weiterer wesentlicher Beschluss zur Stärkung des öffentlichen Sektors gefasst. Die Fusion von DREWAG und ENSO gehört dabei zweifellos zu den wichtigsten Entscheidungen des Dresdner Stadtrates in diesem Jahrzehnt. Mit der Sachsenenergie wird eines der bundesweit größten Versorgungsunternehmen geschaffen. Man könnte auch sagen, ein modernes Energiekombinat. Und das, meine Damen und Herren, in kommunaler Hand. Damit fließen die erzielten Gewinne nicht in die Kassen privater Konzerne, sondern kommen dem Gemeinwohl zugute, zum Beispiel der Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe oder der Dresdner Bäder. Und als Hauptanteilseignerin hat die Stadt Dresden zudem einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik und kann damit auch auf eine umwelt- und klimafreundliche Stromerzeugung Einfluss nehmen. Dass dies heute keine alltägliche Entscheidung ist, wird deutlich, wenn man sich einige wenige Zahlen vor Augen führt. DREWAG und ENSO erreichten im vergangenen Jahr zusammen Umsatzerlöse in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern in Höhe von stolzen 147 Millionen. Und diese großartigen Ergebnisse wurden von den insgesamt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet, denen ich an dieser Stelle unseren ganz herzlichen Dank für diese tolle Leistung aussprechen möchte. Meine Damen und Herren, angesichts der Bedeutung der künftigen Sachsenenergie für die Landeshauptstadt Dresden und die Region sind jegliche Entscheidungen zu Unternehmenszielen und Strategien mit Bedacht und Sorgfalt vorzubereiten. Und deshalb schlagen wir auch vor, unter Beachtung des bereits gefassten Beschlusses zur Fortschreibung der Klimaschutzziele die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele weiter zu entwickeln und hierüber in einem nächsten Schritt dann in einem ordnungsgemäßen Verfahren und auf einer seriösen Grundlage zu beraten, zu entscheiden. Und da sollen selbstverständlich die Umlandgemeinden über die kommunale Beteiligungsgesellschaft einbezogen werden, selbstverständlich der Vorstand der Sachsenenergie und natürlich auch der Aufsichtsrat, der im Übrigen, Herr Hilbert, Sie sollten es wissen, als Vorsitzender des Aufsichtsrates zur Hälfte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Unternehmens vertreten sind. Und ich möchte auch etwas sagen zum Innovationsbudget. Wir begrüßen das. Es ist ein guter Schritt, heute 8 Millionen Euro zu beschließen für Innovationen. Wir sind aber der Überzeugung, dass das weitergedacht werden muss. Beispielsweise, indem wir investieren in soziale Investitionen, weil wir der Überzeugung sind, dass Soziales und Klimaschutz zusammengedacht werden müssen und nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir das hier auch entsprechend deutlich machen. Und deshalb schlagen wir vor, dass ein Drittel dieses Budgets von 8 Millionen Euro in soziale Innovationen investiert werden. Meine Damen und Herren, wir werden heute einen sehr wichtigen Schritt gehen. Und es gilt, hier im Stadtrat die Zustimmung zur Fusion zu erteilen, damit diese, wie geplant, rechtzeitig umgesetzt werden kann. Und ich möchte abschließend zwei Menschen noch mal ganz ausdrücklich und persönlich danken. Das ist Frau Gefrero und das ist Herr Dr. Brinkmann, die hier die Verantwortung im Unternehmen tragen und die diesen Prozess
sehr engagiert und erfolgreich in den vergangenen Monaten moderiert und bewältigt haben. Vielen Dank an dieser Stelle und ich bitte um Zustimmung zur vorliegenden Vorlage. Dankeschön. So, wird SPD das Wort gewünscht? Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade eben wurde schon angesprochen, was die Fusion von DREWAG und ENSO für eine wichtige Entscheidung für die Landeshauptstadt ist. Ich würde an der Stelle gerne ergänzen, dass es nicht nur eine wichtige Entscheidung für die Landeshauptstadt Dresden ist, sondern es ist eine wichtige Entscheidung für die gesamte Region. Und ich glaube auch, dass wir als Landeshauptstadt Dresden gut daran tun, uns genau das zu vergegenwärtigen, weil die Dinge, nur weil wir der größte Anteilseigner sind, gehen ja nicht nur auf das Konto der Landeshauptstadt Dresden, sondern wir bekommen mit dieser Fusion, mit der Sachsenenergie, ein kommunales, das wurde schon gesagt, ein starkes, ein zukunftsfähiges Unternehmen, das in der Hand mehrheitlich von Kommunen ist. Und das ist wichtig. Der Kollege Schorbach hat gerade eben schon darauf hingewiesen, wir haben in den letzten Jahren eigentlich eine Tendenz gehabt, die immer mehr ging von Staat hin zu Privat. Und ich glaube, wir können da ein Lied hier in Dresden von singen, ne? Einige waren ja entweder direkt oder indirekt beteiligt beim Thema WOBA. Und ich glaube, dass es heute ein gutes Zeichen ist, dass wir uns bewusst dafür entschließen werden, ein kommunales Unternehmen zu gründen, was eben mehr ist als diese beiden Unternehmen, die wir gerade eben schon haben und die auch schon sehr gut arbeiten. Es ist aber auch vom Prozess ein wichtiger Punkt, denn de facto finalisieren wir ja genau das, was die letzten Jahre auch schon gelaufen ist. Wir haben zwei Unternehmen, die parallel miteinander laufen, die einfach noch viel, viel schlagkräftiger sein werden, wenn sie zusammen agieren. Deswegen kann ich für die SPD-Fraktion zum einen sagen, dass wir es sehr gut finden, dass dieser Weg beschritten wird und dass wir heute dieser Fusion natürlich zustimmen werden, weil es die richtige Entscheidung für Dresden und die richtige Entscheidung für die Region ist. Es gibt aber auch Punkte, liebe Kolleginnen und Kollegen, die darüber hinaus natürlich mit genannt werden müssen, weil es ist ja jetzt nicht nur eine Entscheidung darüber, ob wir, ich sag mal, einen Energieriesen hier schaffen, sondern es hat für uns und für alle, die beteiligt sind, natürlich auch eine sehr, sehr reale Komponente, was Verluste angeht. Wir werden aufgrund der Bundesgesetzgebung Milliarden, die wir ansonsten mit zwei separaten Unternehmen verloren hätten, sparen. Und ich glaube, auch das gehört zur Daseinsvorsorge dazu, denn diese Verluste, liebe Kolleginnen und Kollegen, wären im Zweifelsfall etwas gewesen, was mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Kundinnen und Kunden umgelegt hätten werden müssen. Und auch vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung, die Sachsen Energie AG zu gründen, eine sehr richtige. Wir haben eine Situation erlebt, gerade gestern im Finanzausschuss, wo nochmal mit harten Worten darum gerungen wurde, was es denn noch für Sonderkonditionen innerhalb der Beschlussfassung jetzt hin zur Fusion oder mit der Fusion selber geben würde. Ich glaube, das ist notwendig, wenn man sich dazu entscheidet, einen so großen Tanker zu gründen. Und ich glaube, es ist auch legitim, verschiedene Punkte an der Stelle zumindest einzubringen als Diskussionspunkte oder auch zu hinterfragen. Ich will für meine Fraktion sagen, dass ich es enorm wichtig finde, wenn wir heute einen Kompromiss finden, was die Änderungsanträge angeht, gerade was Klimaziele angeht und gerade was das Zieldatum 2035 angeht. Das ist für meine Fraktion an der Stelle ein zentraler Punkt, denn ich halte es für wesentlich. Wir werden zwar aus Dresden das Klima nicht alleine retten, aber ich glaube, Klimaschutz und Energiewende müssen mutig und auch ein bisschen ambitionierter vorangetrieben werden, als das in einigen Verlautbarungen und in einigen Vereinbarungen der Fall ist, die auf Bundes- und auch auf Landesebene getroffen wurden. Und deswegen glaube ich, ist gerade diese Zielrichtung, ausdefinierte Klimaziele und eben auch das Zieldatum 2035 ein sehr, sehr wesentliches. Ich freue mich auf den Beschluss, weil ich glaube, dass wir heute eine sehr, sehr wichtige Entscheidung treffen werden. Ich finde es gut, dass sich hier gerade abzeichnet, dass wir die Sachsen Energie AG gründen werden. Und ich würde mir wünschen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die in Zukunft in Verantwortung dann als Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte in der Sachsen Energie zumindest von Dresdner Seite tätig sind, genau mit so viel Energie daran gehen, Klima,
Klimawandel zu bekämpfen und Klimaschutzziele einzuhalten, wie wir das in den letzten 10 Tagen, 15 Tagen, 20 Tagen, ich weiß es nicht genau, gesehen haben, als es darum ging, wie man gerade eben hier diese Fusion ausdefiniert. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Blüttner. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Vorlage soll die Zustimmung der Fusion von Enso und Drewag zur Sachsenenergie erfolgen. Der Stadt Dresden gehören ja aktuell 100% der Drewag und 75% der Enso. Am fusionierten Unternehmen sollen dann 85% bestehen. 15% der Anteile liegen bei einer Vielzahl der Umlandgemeinden, welche für uns als FDP sehr wichtige weitere Anteilseigner sind. Für die Stadt Dresden sind es zwei sehr entscheidende Unternehmensbeteiligungen, die da zusammengefügt werden. Über den Verbund in der TWD tragen sie mit ihren Gewinnen die Verluste von DVB und Bädern. Vieles wäre kommunal in dem Umfang nicht möglich, wären Enso und Drewag in der Vergangenheit nicht so erfolgreich unterwegs. Die Fusion ist einerseits eine Reaktion auf Regulierung und Marktgeschehen, wodurch Verbesserungen in der Arbeit möglich sind und die wirtschaftliche Basis gestärkt wird, und sie bringen steuerliche Vorteile in der direkten Verrechnung der Enso-Gewinne, die zukünftig möglich sind. Dadurch hat die Fusion eine große wirtschaftliche Bedeutung und sorgt dafür, dass wir weiterhin finanziell im Bereich der städtischen Unternehmen so stark aufgestellt sind und Finanzierung der Verluste an anderer Stelle weiterhin übernommen werden können. Entsprechend findet die ursprüngliche Vorlage mit den Punkten 1 bis 5 unsere uneingeschränkte Zustimmung. Ja, und dann gibt es eine Vielzahl von Ergänzungsanträgen. Diese zeigen uns, warum wir als FDP bei staatlichen Beteiligungen auch immer skeptisch und vorsichtig sind. Dort soll versucht werden, politisch auf die Unternehmen Einfluss zu nehmen, eine Agenda zu diktieren, die nicht mehr Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen folgt. Und mal eben soll in Nebensätzen Gewinne für eigene Projekte verteilt werden. Beispiele über die Innovationsförderung, die Förderung sozialer Ausgaben, eine Sanierung von Sportanlagen oder die Refinanzierung eigener Anträge wie der Blümchenblühwiesen. Mit einem solchen Grundverständnis gefährdet man langfristig die Zukunftsfähigkeit und den Querverbund innerhalb der TWD. Das gehört aus unserer Sicht nicht an diese Stelle. Ziel muss ein starkes Unternehmen sein, welches sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufstellt. Der Vorstand der Sachsenenergie ist ja glücklicherweise dazu verpflichtet. Im Energiebereich liegt die Regulierung im größten Teil beim Bund. Dort sollten wir sie belassen, und die Aufgabe des Unternehmens ist es, diese Regulierung umzusetzen. Alles andere kommt dann aus unserer Sicht erst später. Gewinne, die erwirtschaftet werden, dienen zuerst der Stärkung des Querverbundes, insbesondere der Stärkung der DVB. Da bestehen genug Baustellen. Dort trägt man auch im Nahverkehr und mit den Investitionen ja explizit auch zur Verbesserung des ÖPNV und entsprechend der Klimaproblematik bei. So, und wenn dann im Querverbund alles passt, die Zielsetzungen dort erreicht werden und dann noch weitere Gewinne entstehen, wie beispielsweise hier als Grundlage ja auch mit dem Innovationsbudget aufgezeigt wird, dann ist es das Thema, dass das an die Stadt ausgeschüttet wird. Entsprechend geht die Gewinnausschüttung an die Stadt, und erst dann sollten politische Entscheidungen die Folge sein. Dann haben wir einerseits die Sicherheit, dass die Gewinne auch tatsächlich da sind, und dann folgt der politische Weg. Dort sollten dann auch die vorgeschlagenen Maßnahmen mit reinkommen. Aber sie sollten sauber politisch diskutiert werden, sie sollten im Stadtrat entschieden werden, nach Ausschüttung innerhalb der Haushaltsthematik, und nicht mal eben hier nebenbei in einem Nebensatz, wo wir dann darüber Einfluss nehmen, wie das innerhalb der TWD geschieht. Das Ganze gehört aus unserer Sicht nicht an diese Fusionsvorlage, das gehört hier nicht verknüpft. Daher unsere Bitte, lasst uns das Thema separat angehen, das Thema, das Geld verschwindet nicht. Man kann sich da auch sehr grundsätzlich erstmal noch Gedanken machen. Entsprechend lehnen wir mit dieser Intention die gesamten Änderungsanträge ab und möchten darum bitten, einfach nur den Ursprungsantrag, wie er ursprünglich gestellt wurde, mit den Punkten 1 bis 5 zuzustimmen. Dankeschön. Als nächstes die Freien Wähler, Herr Hannig. Geht das jetzt? Herr Oberbürgermeister, werte Damen und Herren Kollegen, erlauben Sie mir, dass ich hier stehen bleibe, weil, wie Herr Schulte-Wissermann gesagt hat, wir besondere Zeiten haben, wobei ich nicht über die Wahlen in den USA reden will, sondern darüber,
dass wir uns immer noch im Rahmen von Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen zur Corona-Pandemie-Bekämpfung befinden. Und während wir uns hier anschreien oder laut ins Gesicht reden, ja, verstehen unsere Wähler draußen nicht, warum sie nicht in eine Gaststätte dürfen. Deswegen möchte ich vor allem sehr, sehr kurz hier drin reden und nicht das Thema der Fusion der beiden Energieversorger zur Sachsenenergie benutzen, um Wunschvorstellungen sonstiger Art hier groß anzubringen. Wir Freien Wähler begrüßen absolut diese Fusion und wir freuen uns darauf und wir sind uns sicher, dass wir hier für Dresden viel erreichen. Wir sind auch stolz darauf, dass wir an dieser Entscheidung heute mitwirken können. Wir haben inhaltlich aber die gleiche Meinung wie die FDP und Herr Blödner hat alles das vorweggenommen und schon gesagt, was ich hier hätte auch sagen wollen. Es ist fast ein bisschen beschämend, dass wir eine so grundsätzliche und weitreichende Entscheidung treffen und so ein bisschen habe ich so ein Comicbild vor mir, wie in Entenhausen die Enten zu Dagobert Duck rennen und rufen, yay, es gibt Geld und jetzt wir nehmen uns schnell was, jeder hat ein Pöstchen, jeder will jetzt irgendwas schnell regeln. Warum kein Geld für Verkehrserziehung, warum kein Geld für Tierschutz, warum soll es denn für Sport sein oder für Klimaschutz? Das alles gehört, wie Herr Blödner völlig zu Recht sagt, gar nicht hierher. Lassen Sie uns heute, auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, schnell und ordentlich und sauber die Fusion beschließen. Lassen Sie uns dann in Ruhe im Rahmen der Haushaltsplanung, wenn diese Pandemie vorbei ist und wir wieder Auge in Auge vernünftig miteinander reden können, darüber entscheiden, was wir mit diesem Geld machen. Insofern werden es die Freien Wähler genauso halten wie die FDP. Wir werden dem Ursprungsantrag gerne und sehr, sehr stolz zustimmen, aber alle Ergänzungsanträge werden wir ablehnen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen. Bei mir steht Herr Dr. Deppe. Bitte schön. Wird das Wort gewünscht, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti, dann bitteschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich begrüße es außerordentlich, wie hier alle Fraktionen mitgekommen haben, dass wir heute diese wirklich sehr gute Entscheidung treffen können. Aber ich möchte noch dort anknüpfen und weitermachen, wo der Kollege Deppe aufgehört hat und auch im Gegensatz zum Kollegen von der Linken. Es ist einfach in der heutigen Zeit schlechterdings nicht vertretbar, Energiepolitik zu denken ohne Klimaschutzpolitik. Da mögen wir uns unterscheiden. Und es ist eben auch nicht so, dass es einen Widerspruch zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gibt. Ich meine, das ist das Denken der 70er Jahre. Da sind wir wirklich weiter. Ich möchte auch noch mal etwas vielleicht tiefer darauf eingehen, was wir uns dort vorstellen. Und zunächst aber auch betonen, dass wir sehr begrüßen, dass sich die neue Sachsenenergie im Konsortialvertrag zum Klimaschutz verpflichtet hat. Allerdings verweist dieses Dokument nur allgemein auf die Ziele der Bundesregierung. Und das reicht aus unserer Sicht nicht aus, denn die Ziele der Bundesregierung sind aus unserer Sicht, aus klimaschutzpolitischer Sicht, eben nicht ausreichend. Wie der Kollege Deppe begründet hat, müssen wir uns jetzt das Ziel 2035 Klimaneutralität setzen. Und damit befinden wir uns im Geleitzug der fortgeschrittensten und fortschrittlichsten Städte in Deutschland und Europa. Und ich denke, da sollten wir stolz drauf sein und sollten diese Chance ergreifen. Aus meiner Sicht geht es darum, auf dieses Ziel die gesamte Investitionsstrategie und die Wirtschaftspläne der Sachsenenergie auszurichten. Und in diesem Sinne verstehen wir auch den Vorschlag des OB für ein Innovationsbudget. Was der Oberbürgermeister dazu ausgeführt hat, findet ausdrücklich unsere Zustimmung. Aber was könnte denn diese Investitionsstrategie sein? Ich gebe gerne zu, dass das durchaus nicht klar ist, sondern dass es sich sozusagen abzeichnet, in welche Richtung die technische Entwicklung gehen muss. Dass wir heute noch nicht in der Lage sind, das bis in jedem einzelnen Schritt zu beschreiben. Die Drewag hat aus unserer Sicht mit dem GOD-Kraftwerk Nossnerbrücke und einem starken Fernwärmenetz durchaus sehr gute Voraussetzungen. Wir anerkennen auch ausdrücklich, dass die Drewag in den letzten Jahren Schritte zur Dekarbonisierung gegangen ist, vor allem durch den Power-to-Heat-Speicher oder das neue Schnellstartkraftwerk, das gerade im Bau ist. Was aber aus unserer Sicht fehlt, ist eine Strategie zur Ersetzung des fossilen Erdgases zur Befeuerung des Kraftwerks Nossnerbrücke.
Wir wissen, dass dieser Weg bisher nur in Umrissen erkennbar ist, aber wir sind uns sicher, wir müssen diesen Weg jetzt beginnen, damit wir die Chance haben, überhaupt 2035 ans Ziel zu kommen. Was können, was sollten wir tun als Sachsen Energie? Wir brauchen weitere Power-to-Heat-Speicher. Wir brauchen eine dezentrale, niedrigtemperaturische Einspeisung von dezentral erzeugter erneuerbarer Wärme. Auch ein Thema, das gerade hier an der Dresdner Universität seit Jahren bearbeitet wird. Nutzen wir diese Kompetenz. Wir brauchen natürlich weitere Bemühungen zur Einsparung von Wärme, vor allem im Gebäudebereich. Und wir brauchen eine Zufeuerung von grünem Wasserstoff und müssen dafür die Wasserstoffoffensive der Bundesregierung nutzen, die gerade dort einen richtigen neuen Schub gibt, wo auch viel Geld, viel Fördergeld auch da ist. Und wir brauchen, und das ist meine Überzeugung, dass es ohne das nicht gehen wird, wir brauchen den Einstieg in die Power-to-Gas-Technologie, die mithilfe erneuerbar erzeugten Stroms für die Umwelt unschädlich Methan zur Verbrennung erzeugt. Und meine Damen und Herren, ich möchte noch einen draufsetzen. Aus meiner Sicht ist es nicht zu verstehen, nicht nachzuvollziehen, dass das Dresdner Unternehmen Sunfire dazu in Österreich eine Versuchsanlage aufbaut, aber nicht in Dresden. Meine Damen und Herren, das kann so nicht bleiben. Wir müssen das Innovationspotenzial, das Wirtschaftspotenzial, was wir hier in unserer Stadt haben, müssen wir endlich nutzen. Meine Damen und Herren, wir müssen uns jetzt auf diesen Weg der Dekarbonisierung begeben, um die Chance zu haben, dieses Ziel 2035 zu erreichen. Man kann auch sagen, die Fusion macht für uns klimapolitisch nur dann Sinn, wenn die Sachsen Energie diesen Weg geht. Und dazu müssen wir sie heute beauftragen. Und ich möchte zum Schluss noch einmal auf ein Problem hinweisen, was wir in dem Punkt 8 des Antrags der Linken haben. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ein Versehen ist oder sonst was. Ich versuche es zu erklären. Im Grundsatz verstehen wir und begrüßen auch, was die Linke in dem Punkt 8 will. Ich verstehe es so, die Linke möchte eigentlich, dass diese Themen, die wir jetzt diskutieren, mit der Klimaneutralität eben auch in die Unternehmensziele und in die Verträge eingebracht werden. Das ist ein richtiges Ziel. Womit wir ein Problem haben, ist allerdings der Bezug auf den Stadtratsbeschluss vom 30.01. Das ist unser Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Absicht der Linken ist, jetzt praktisch die Vereinbarung, die wir getroffen haben, dass wir uns auf 2035 verständigen, hier wieder zurücknehmen will, oder ob das ein Versehen war und dass die anderen Themen damit gemeint sind. Ich würde die Linke wirklich herzlich bitten, um diese Unklarheit auszustalten, dass sie erwägen, nach dem Punkt 30.01.2020 einzufügen und des Punktes 2, Zitat oben, dann hätten wir nämlich den klaren Bezug auf unseren Beschluss 2035 gebracht und dann wäre diese Unschärfe, diese Unstimmigkeit aus unserer Sicht beseitigt und dann könnten wir als Grüne auch dem Punkt 8 zustimmen. Also mein Appell an die Fraktion der Linke, hier vielleicht noch mal nachzudenken und auf diesen unseren Vorschlag einzugehen. Vielen Dank. So, wir machen weiter. CDU-Fraktion? Vorhin schon mitgebracht, okay. Dann AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Zuschauer, ja, in der Tat, wir haben heute eine großartige Aufgabe vor uns, Fusionierung von Ense und Drewag, die ohnehin schon in der Vergangenheit in der Landeshauptstadt Dresden in der Mehrheit hatten. Und hier unterscheide ich mich sicherlich auch von meinem Ansehen, dass ich nicht unbedingt das Glück und die Seligkeit sehe, im öffentlichen Bereich, im Staat hier Versorgung vorzunehmen. Aber es kann sein, dass man es machen kann, aber man muss es intelligent machen. Wir haben festgestellt, dass für die Landeshauptstadt Dresden, es gab im Januar 2020 für mich dramatischer Appell des Oberbürgermeisters, dass spätestens 2024 die Verluste kommen würden für die Stadt, dass eben die Situation der Zuschüsse von Bäderbetrieb und ähnliche Sachen nicht mehr gegeben wäre und es ist Handlungsbedarf.
Die Idee war gewesen, die Fusionierung dieser zwei großen Unternehmungen, die in der Tat uns zu Ehre ein DAX-Unternehmen ähnliches Unternehmen ermöglichen würden. Die Vorteile, Verlustausgleich möglich, geringere Gewerbesteuersätze, 17% mehr Cashflow bzw. Barmittelbestand, auch der Klimaschutz, der auch wichtig ist, ich möchte das auch nicht verhehlen für mich, spielt bei den ganzen Sachen eine Rolle und wird mit berücksichtigt. Dann, auch das war interessant, Oberbürgermeister hat es auch gesagt, wie sieht es aus mit den umliegenden Gemeinden? Die umliegenden Gemeinden haben durch den Gewerbesteuerverlust, der hier entsteht, auf verschiedenen Seiten natürlich auch ein Einnahmendefizit. In den Verträgen wurde so geregelt, dass also auch das Umland, sprich die Gemeinden, hiervon nicht nachteilig betroffen worden sind. Und der Vorteil, den die Landeshauptstadt Dresden auf der einen Seite hat, soll auf der anderen Seite hier ausgeglichen werden. Auch dies gehört zur Wahrheit dazu, dass meines Erachtens bei der ganzen Gestaltung umsichtig gearbeitet worden ist. Und wir hatten viele Sitzungen gehabt, dieses wirklich anspruchsvolle Werk zumindest rudimentär zu verstehen und mitzugehen. Von daher von unserer Seite zunächst mal zu diesem Gesamtwerk, was ich glaube mit sehr viel Sorgfalt betrieben worden ist, unsere Zustimmung. Auch wir werden diesem zustimmen. Nun kommen wir aber zu den verschiedenen Ergänzungsanträgen, die da sind. Und da kommen wir in der Tat, wie einige Vorredner schon zu Recht betont haben, zu der Schwäche dieser ganzen Sache. Stärke wäre es, wenn man das Unternehmen Gewinne erzielen lassen, ordnungsgemäß, und dort, wenn dann die Gewinne kommen, darüber verhandelt, was man damit tut. Hier ist es ein bisschen anders. Das Geld ist noch nicht einmal verdient. Nein, die Fusionierung ist noch nicht einmal durch. Da ist schon die Gier nach Wünschen und Zielen. Sie mögen Herr sein, sie mögen klug sein. Ja, Umwelt, ja, es ist alles richtig. Man kann alles gebrauchen. Aber das Geld ist noch nicht verdient. Und ich habe ein großes Problem, wenn der Stadtrat immer mehr Verpflichtungen für die Zukunft durch Fonds, durch irgendwelche Sachen auferlegt, wo dann der nachfolgende Stadtrat in 3 Jahren, in 4 Jahren, in 9 Jahren sagt, wir brauchen eigentlich nur noch den Haushalt zu beschließen. Es ist schon alles von den Vorgängerstadträten beschlossen. Wir haben uns sozusagen erwürgt mit unseren Möglichkeiten, überhaupt noch Gestaltung zu haben. Deswegen, ich finde, man kann diese Gewinne und die Möglichkeiten, die dort kommen, gerne auch für Umwelt nutzen, aber alles hat seine Zeit, nämlich die Gewinne müssen erstmal verdient werden und es sollen auch die Stadträte dann beschließen, die dann im Moment, wenn eben letztendlich die Gewinne da sind, darüber zu entscheiden haben. Demokratie hat auch etwas damit zu tun, dass man nicht alles beschließt für die Zukunft, was man eigentlich erst dann zu beschließen hätte. Für diejenigen, die für die Umwelt so sehr nach vorne geschritten sind oder schreiten, möchte ich eines sagen, wer Umweltschutz sagt, meint sicherlich auch Generationengerechtigkeit. Oder anders ausgesprochen, wir möchten einen Planeten hinterlassen, der auch den zukünftigen Generationen lebenswert ist. Das ist in Ordnung. Aber zur Generationengerechtigkeit gehört es auch, dass man Geld überlässt und nicht alles ausgegeben hat. Dann kann ich nämlich dann in Zukunft nichts mehr entscheiden, wenn man dann erkannt hat, dass es noch was viel Wichtigeres und was Besseres gibt. Deswegen werden wir diesen zusätzlichen Ergänzungsanträgen sehr kritisch gegenüberstehen und werden sicherlich den meisten ablehnen, weil sie einfach zu früh ist. Wir sollten dies alles in Ruhe besprechen und dann können wir noch früh genug Geld ausgeben. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Jetzt steigen wir ein. Weitere Wortmeldung, Herr Kiesling beginnt. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist vielleicht meine Aufgabe am Anfang etwas Wasser in den Wein zu gießen,
ein Wein, der sehr wohlschmeckend ist. Selbstverständlich bin ich ein großer Freund dieser Fusion. Und diese Fusion hat sich ja abgezeichnet, schon in dem Moment, als uns die Anteile an der Enso damals quasi als Beifang bei der Rekommunalisierung der ersten Drehwag-Anteile ins Netz gegangen sind. Und die Freude der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals, die gesagt haben, klasse, da entsteht wieder ein großes Unternehmen, was wir über viele Jahre zusammenführen, ist mir noch im Ohr. Das Problem ist allerdings folgendes. Wir haben jetzt die Drehwag als eine GmbH. Das bedeutet, mit unserem mehrheitlichen, bald 100%igen Anteil können wir dort in der Gesellschafterversammlung hingehen und dem Vorstand sagen, Vorstand, du tust das und das und das. Dass dieses Recht bisher von der Stadt außerordentlich verantwortungsvoll wahrgenommen worden ist, zeigt ja die wunderbare Stellung der Drehwag in der Stadtgesellschaft und ihrer wirtschaftlichen Leistung heute. Danach werden wir aber Anteilseigner eines großen Unternehmens sein in Form einer Aktiengesellschaft. Dort sind wir dann nicht mehr wie früher nur 60%iger oder jetzt 90%iger Anteilseigner, sondern uns gehören dann ebenfalls fast 90% in einer doppelt so großen Gesellschaft. Und gleichzeitig können wir dann in der Hauptversammlung überhaupt nichts mehr in Bezug auf das praktische Geschäft sagen. Also auch der Oberbürgermeister kann das nicht. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer bei allen sozusagen Aussagen, die hier getroffen werden bezüglich Dresden muss dies tun und Dresden muss das und wir brauchen ein Konzept dafür und dafür. Das kann man hier ganz laut rufen. Und man kann bei allen, die Fridays for Future oder Parents for Future sind, den Eindruck erwecken, dass die Unternehmensziele der zukünftigen Sachsenenergie irgendwo hier von diesem Pult bestimmt werden. Das ist aber faktisch nicht der Fall. Diese Ziele werden bestimmt im zukünftigen Aufsichtsrat. Und dort hat die Landeshauptstadt Dresden ganz genau 8 von 20 Sitzen. Sie hätte vielleicht gemeinsam mit den anderen Anteilseignern, nämlich mit der KBO, 10 von 20 Sitzen. Und mit der wesentlichen Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates könnte sie dort auch deutlich bestimmen. Das setzt aber immer eine Einigung mit der KBO voraus. Und an dieser Stelle liegt der wesentliche Unterschied zwischen unserem Punkt 8 und dem, was die Grünen hier vorgeschlagen haben. Wir haben tatsächlich über euren Antrag nachgedacht auf der Fraktionssitzung, sehr lange, gestern noch, und haben gesagt, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, dann liegt die Lösung nicht in dem Verteilen, in dem einmaligen Verteilen von Geld, sondern in der Sicherung einer dauerhaften Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik. Und das geht eben nur mit der KBO zusammen. Und deswegen sagen wir, es muss ein mit der KBO, Klammer auf, und allen anderen wesentlichen Beteiligten, natürlich am Ende im Einvernehmen, Klammer zu, ausgehandeltes Ziel geben, das dann vom Stadtrat bestätigt werden muss. Und es muss deswegen bestätigt werden, Herr Hilbert, weil die Aufsichtsratsmitglieder nämlich auf diese Ziele verpflichtet werden müssen. Und deswegen appelliere ich ganz deutlich, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Und der Grünen kann vollkommen gleichberechtigt daneben stehen, denn er präzisiert noch einmal das, was an Zielen hier gesagt wurde. Etwas ärgert mich tatsächlich diese Einflussnahme auf den letzten Metern, denn der im Januar getroffene Beschluss zur Fortschreibung der Klimaziele hat natürlich Auswirkungen gehabt. Die Auswirkungen kann man jetzt im Konsortialvertrag sehen, im Konsortialvertrag, der warum auch immer vertraulich gestempelt ist, ist ja eine Verpflichtung der neuen Gesellschaft, also der Verpflichtung der Anteilseigner der neuen Gesellschaft auf die nationalen Klimaschutzziele enthalten und auch ein Rückgriff auf das, was die Drehwag erhalten hat. Dort hätte man auf dem langen Weg der Verhandlung vielleicht eher Einfluss nehmen wollen, wenn man mehr Klimaschutz gewollt hätte. Jetzt versuchen wir auf den letzten Metern etwas aufzuholen. Hoffen wir, dass es noch klappt. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte, Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir möchten gerne eine Auszeit von 10 Minuten beantragen, um unser Abstimmungsverhalten nochmal zu klären. Danke. Würde ich dann machen, sobald wir jetzt durch die Redner erstmal durch sind. Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen? Ansonsten Frau Frohwiese.
Ich hatte auch um eine Auszeit bitten wollen, aber ich würde Sie bitten, dass Sie vorher bitte darstellen würden, wie Sie abstimmen lassen. Ja. Hätte ich ohnehin gesagt. Also nach dem derzeitigen Stand der Dinge, bevor ich Sie in die Auszeit schicke, würde ich in der Reihenfolge der Anträge wie folgt verfahren. Zunächst sehe ich als den weitestgehenden Antrag, und den würde ich, das sind alles Ergänzungsanträge, aber als den weitestgehenden Antrag mit Fraktion Die Linke starten, dann den Bündnis 90 Die Grünen, als drittes Oberbürgermeister, als viertes CDU und fünftens Herr Schulte-Wissermann. Das hängt ein bisschen davon ab, ob es vorher schon beschlossen ist in anderen oder ob es eben dann noch als ein Teil, der ja in anderen Anträgen mit aufgenommen ist, nochmal separat zur Abstimmung geht. Das wäre die Reihenfolge von 1 bis 5, wie ich durch die Ergänzungsanträge dann das Abstimmungsverfahren führen würde. Ja, Herr Schäubach. Herr Oberbürgermeister, ich bitte einfach um Aufklärung und Klarstellung. Möglicherweise habe ich das übersehen, aber weder im System von Mandatos ist dieser Ergänzungsantrag der Fraktion Die Grünen nicht hinterlegt. Mir liegt er zwar praktisch vor, aber offiziell habe ich ihn nie erhalten. Also er ist allen ausgereicht worden, soweit ich informiert bin. Und insofern ist er haptisch allen vorliegen. Er ist auch eingebracht worden vor uns von Herrn Dr. Deppe. Und insoweit ist er im Prinzip Bestandteil der Abstimmung dann. Und falls Sie jetzt nicht haben, dann müssten Sie, ist da. Okay, wunderbar. So, gibt es jetzt dazu noch Fragen? Ansonsten würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, eine 10-minütige Auszeit. Wir haben es 19.15 Uhr, wir treffen uns 19.25 Uhr wieder.
So, meine Damen, meine Herren, können wir fortsetzen mit der Sitzung? Der wird ja vom Mal zu Mal besser hier, der Gong. So, sind Sie alle wieder da? Können wir fortsetzen mit der Sitzung? Hat Ihre Auszeit zu weiteren Anträgen bzw. Redebedarf geführt? Herr Dr. Töpper. Sehr geehrter Oberbürgermeister, wir beantragen punktweise Abstimmung zum Ergänzungsantrag der Linken. Und wir ziehen aus unserem Ergänzungsantrag den Punkt 3 zurück, sodass es also bei den Punkten 1 und 2 bleibt. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Anträge aus der Auszeit? Das ist nicht so. Doch, Frau Fils. Jetzt ist beantragt. Also ich würde nochmal zusammenfassen, was jetzt beantragt ist. Ich bleibe erstmal jetzt in der inneren Logik, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir würden starten mit dem Ergänzungsantrag der Linken. Hier ist beantragt, den punktweise zu behandeln. Ich gehe davon aus, jetzt frage ich jetzt, was punktweise heißt. Das ist 6., 7., 8. Also 6 und 7 kann zusammen gemacht werden und 8 separat. Okay. Dann wäre als nächstes der Antrag Bündnis 90 Die Grünen als Ergänzungsantrag dran. Der wäre nur noch die Punkte 1 und 2 beinhaltend. Dann wäre der Ergänzungsantrag Oberbürgermeister dran, dann CDU, dann Herr Schulte-Wissermann. So. Weit alle Unklarheiten beseitigt, dann fangen wir mal an, in die Abstimmung einzutreten. Und da haben wir zunächst den Ergänzungsantrag von Fraktion Die Linke, die Punkte 6 und 7 betreffend. Und da, wer dieses unterstützen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Bei 22 Nein und einer Enthaltung wäre das so beschlossen. Dann kämen wir zum Punkt 8 des Antrages von Fraktion Die Linken. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. Damit kommen wir zum Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen, die Punkte 1 und 2 beinhaltend. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Erstes müsste deutlich die Mehrheit gewesen sein. Ja, 49, ja. Also wäre damit auch aufgenommen. Insoweit dürfte sich damit der Ergänzungsantrag Oberbürgermeister erübrigt haben. Wir kämen zu dem Ergänzungsantrag der CDU. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Ersteres war deutlich die Mehrheit, damit wäre das auch aufgenommen. Und dann hätten wir noch den Antrag von Herrn Schulte-Wissermann, der sich in einigen Punkten zwar auch nochmal wiederholt, aber ich stelle ihn zur Abstimmung. Herr Schulte-Wissermann, Antrag, wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Es ist die große Mehrheit abgelehnt, dann hätte das keine Mehrheit gefunden. Damit kämen wir jetzt zur Schlussabstimmung. Wer dem so ergänzten federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Das ist sensationell. Mit 69 Ja-Stimmen bei keiner Nein-Stimme und keiner Enthaltung wäre das so beschlossen und insoweit auch ein deutliches Signal. In Richtung, liebe Frau Fischer, KPO, wir freuen uns, wenn Sie es uns in ähnlichen Manier nachmachen. Ja, damit wäre der Tagesordnungspunkt 1 absolviert. Wir kommen